Die russische Armee hat in der Nacht weite Teile der Ukraine mit schweren Raketenangriffen attackiert. Im ganzen Land heulten die Sirenen. Besonders betroffen der Osten, der Süden und der Westen des Landes. Auch aus der Hauptstadt Kiew wurden Explosionen gemeldet. Im Visier vor allem die kritische Infrastruktur der Ukraine. In Saporischschja wurde hier offenbar die letzte Verbindung zwischen dem Atomkraftwerk und dem ukrainischen Stromnetz unterbrochen. Sprechen wollen wir darüber mit Tatjana Ohm für uns in Kiew. Tatjana, was sind jetzt aktuell die Meldungen über Schäden, vielleicht sogar Verluste nach diesen Angriffen? Ja, kein guter Morgen in der Ukraine, muss man sagen, um vielleicht erstmal den Überblick auch zu haben. Einer der massivsten Raketen- und Drohnenangriffe von russischer Seite, seitdem das Land begonnen hat, die Ukraine anzugreifen. Wir sind hier jetzt ungefähr 10 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt an einem Ort, wo es 2 verletzte Personen gegeben hat. Die sind mittlerweile im Krankenhaus. Und das, was hier runtergekommen ist, war nicht der Einschlag einer Rakete, sondern das waren Trümmerteile von abgeschossenen Drohnen bzw. Raketen. Da fehlt uns noch die letzte Information, aber das zeigt einfach noch einmal so sehr, sehr deutlich, wie gefährlich eben auch das Abschießen ist. Der große Einschlag wird verhindert, aber das, was da dann vom Himmel fällt, immer noch sehr gefährlich. Ich gehe mal kurz aus dem Bild, dann können wir das so ein bisschen zeigen. Die Szenerie hier, unfassbar viel Polizei im Moment, die versucht, Spuren zu sichern, die auch versucht, diese Fragmente, die da vom Himmel gefallen sind, einzusammeln. All das wird eben gebraucht als Spurensicherung, als Beweismaterial auch, weil wir wissen es, natürlich die Hoffnung auf Seiten der Ukraine ist, irgendwann einmal in großen Strafprozessen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können. Für die Bewohnerinnen und Bewohner hier dieses Häuserkomplexes ein sehr, sehr heftiges, massives Erwachen. Wir haben vorhin mit einem Mann sprechen können, dass ein Auto relativ zerstört wurde, auch durch diese Fragmente, die da eingeschlagen sind, der aber offenbar hingerannt ist und sein Auto dann weggefahren hat, weil er nicht wollte, dass es ausbrennt. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht Angst hatte um sein eigenes Leben, und hat er so ein bisschen gelächelt und sagte, nee, er hat in der Tat mehr Angst um sein Auto. Also auch das gibt es hier. Und wenn wir auf den Rest des Landes schauen, da müssen wir halt sagen, aus Lviv werden im Moment 4 Todesopfer nach Raketenbeschuss gemeldet. Und wir sehen aber im gesamten Land im Moment, dass die Stromversorgung eingeschränkt ist. Das sind Notabschaltungen, die gemacht werden von den großen Stromversorgern, weil eben zum Beispiel hier im Süden von Kiew ein großes Kraftwerk getroffen wurde. Kraftwerke wurden auch getroffen in Odessa und ebenfalls in Kharkiv. Auch dort im Moment massive Probleme mit der Stromversorgung. Nochmal zurück nach Kiew. Hier im Moment ungefähr 40% der Konsumenten, so hat es Vitali Klitschko, der Bürgermeister, geschrieben, die keine Heizung im Moment haben, keine Wärmeversorgung, Wasserversorgung aber steht. Und damit schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf das, was wir im Moment vom Verteidigungsministerium hören, beziehungsweise von denjenigen, die für die Flugabwehr zuständig sind, die eben sagen, dass doch in einigen Regionen ein großer Teil, insbesondere der Shahid-Drohnen, die abgefeuert wurden, hat abgefangen werden können. Tatjana, danke schön für diesen Überblick aus der Ukraine. Danke nach Kiew. Wir kommen zu dieser Eilmeldung. In Georgien ist der umstrittene Entwurf für das sogenannte ausländische Agentengesetz vom Tisch. Die Regierungspartei Georgischer Traum hat die Vorlage nach massiven gewaltsamen Protesten zurückgezogen. Die Kritiker hatten die Befürchtung geäußert, dass mit dem Gesetz ein autoritärer Wandel im Land eingeleitet werden könnte. Ähnlich wie in Russland wollte die georgische Regierung Medien und Nichtregierungsorganisationen, die aus dem Ausland unterstützt werden, als ausländische Agenten einstufen. Guten Morgen von Berlin nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, was hört man über das Geschehen in Georgien, in Russland selbst? Macht man sich da Gedanken? Bewertet man das, was dort passiert? Ja, natürlich. Das ist ja ein Nachbarland, Georgien, ein Land, mit dem Russland ja auch extreme Schwierigkeiten hatte. Wir erinnern uns an den Georgienkrieg, Fünftageskrieg im August 2008. Seitdem besetzt Russland de facto rund 20% des georgischen Staatsgebietes. Da geht es dann um diese Gebiete Südossetien und Abchasien, also eigentlich ein äußerst problematisches Verhältnis, hat sich aber in der letzten Zeit wieder einigermaßen erholt, das Ganze. Und jetzt ist auch ein Mann dort in Georgien, in Tiflis, hinter den Kulissen an der Macht, der als durchaus pro-russisch gilt. Besina Ivanishvili, ein Milliardär, der sein Geld in Russland gemacht hat, war auch mal kurz Premier in Tiflis. Und das ist die graue Eminenz,
die im Hintergrund die Fäden zieht. Und der ist, wie gesagt, eher als pro-russisch einzuordnen und russlandfreundlich. Und jetzt heißt es hier, dass diese Politik, die diese graue Eminenz Iwanischwili macht, vielen Georgiern natürlich nicht gefällt, die den Schulterschluss mit der EU suchen, mit der NATO suchen, seit Jahren. Und natürlich auch, und das ist jetzt der springende Punkt, den USA missfällt. Denn jetzt sagen die russischen Militärblogger, wie zum Beispiel Roman Saponkov, einer, der auch auf Telegram viel veröffentlicht, dass die Drahtzieher dieser Unruhen in Tiflis die letzten Tage wohl die Amerikaner seien. Und die Amerikaner hätten ja ihren Exportschlager, und der heißt Maidan-Revolution. Und das ist natürlich dann die Anspielung auf das, was 2014 in der Ukraine gelaufen ist, die Euromaidan-Revolution. Und da machen ja die meisten russischen Kriegsblogger die USA für verantwortlich und sagen, die Amerikaner hätten damals Geld und Know-how in die ukrainische Opposition hineingepumpt und nur deshalb sei diese Maidan-Revolution auch gelungen. Und sowas Ähnliches machen die Amerikaner heute wieder in Georgien, pumpen wieder Geld, Know-how rein und exportieren sozusagen diesen Schlager Maidan auch nach Tiflis. Das ist die russische Lesart von vielen Bloggern. Bewiesen ist das natürlich alles nicht, aber es ist eben das Narrativ, das hier in Russland groß gespielt wird. Christoph, auch heute müssen wir natürlich auf die Ukraine blicken. Eine neue Angriffswelle, wir haben es gehört und berichtet in der Nacht, aber auch im Donbass spitzt sich die Waage immer weiter zu. Was kannst du uns darüber sagen? Wie wird darüber aktuell auch in Russland berichtet und gesprochen? Ja, es ist weiter extremer Druck auf Bachmut, auf Artjomowsk. Die Wagner-Söldner greifen an, haben jetzt im Nordosten von Bachmut heute Morgen wohl wieder ein weiteres Dorf eingenommen. Das zumindest behauptet Jewgeni Prigozhin, der Chef der Söldner. Und wir haben da so eine Art Hufeisen, das die Russen um Bachmut gelegt haben. Eine operative Einkesselung nennt man das auch. Das heißt, die Zufahrtswege sind noch irgendwie frei, aber doch unter Beschuss der Russen. Da geht es um diesen letzten Zufahrtsweg nach Westen raus über Chromova. Also eine äußerst angespannte Lage, aber die Ukrainer wollen diese Stadt nicht aufgeben. Selenskyj schickt auch immer wieder neue Verbände rein, formiert wohl auch neue Verbände, um die Soldaten, die in diesem hufeifenförmigen Kessel drin sind, zu unterstützen. Also eine prekäre Situation. Jetzt sagt der Söldnerchef Prigozhin, er brauche die Hilfe der regulären Truppen, um die Flanken der Paramilitärs eben zu sichern, seiner Leute zu sichern. Ansonsten könnte die Gegenoffensive der Ukrainer, mit der man rechnet, tatsächlich alle Erfolge der russischen Kräfte zunichte machen. Also in Artjomowsk oder wie die Ukrainer sagen, Bachmut, ist trotz der prekären Lage für die ukrainischen Kräfte noch nichts entschieden, habe ich den Eindruck. Es ist eine extrem verlustreiche Schlacht für beide Seiten und diese Kämpfe werden eigentlich immer intensiver und ebben nicht ab, wie wir das vielleicht noch letzte Woche gedacht haben. Christoph Wanner, danke schön nach Moskau.